Coming Soon 25th Anniversary Rarity Collection. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ich habe eine Info für euch. Wir kriegen ein neues Produkt. Und zwar ein richtig cooles. Wir kriegen die 25th Anniversary Rarity Collection. Ihr denkt euch jetzt vielleicht so, hä, das macht gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Dieses Produkt ist wahrscheinlich eins der geilsten, was Konami jemals produzieren wird, kann und raushauen wird. Für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, es gab mal ein Set, das hieß einmal Dual Devastator. Das war ein Set von 2019, wo wir alle Staples bekommen haben. Jede Karte einzeln war komplett drin und es war auch ein fixes Produkt. Das war genau so. Jetzt zum 25. Jubiläum bekommen wir das hier. Das ist nicht so geil wie Dual Devastator. Aber irgendwie sogar ein bisschen cooler. In diesem Produkt, laut Konami, sind das die 79, komische Zahl irgendwie, beliebtesten Karten im TCG, die wir da bekommen werden. Wann bekommen wir das Set? Wir bekommen das Anfang November, also nach den Megazins. Und das hier ist ein reines Reprint-Set. Heißt, wir kriegen keine neuen Karten, aber wir kriegen neue Raritäten. Und deshalb sprechen wir ganz kurz über die 25th Anniversary Rarity Collection. Und sowas gab es im OCG. Noch gar nicht so lange her, ist relativ kurzfristig, wo die beliebte Karten verschiedene Raritäten geprintet haben. Gucken wir uns einmal ganz kurz die Set-Infos an von Konami. Hol dir jetzt zwei neue Karttechnologien der 25th Anniversary Rarity Collection. Es kommt in diesem November, du kannst deine Hand an die neue Technologie bekommen. Die 25 Jubiläumsbox ist ein spektakuläres All-Foil-Set, also nur Holos. 79 der beliebtesten Karten sind verfügbar in 7 verschiedenen Raritäten. Das heißt, jede einzelne dieser 79 Karten gibt es in dem Set in 7 verschiedenen Raritäten. Das hört sich krass an, vor allem wenn wir dann geblickt haben, was für Karten wir in dem Set bekommen können. Jetzt geht es einmal um die Raritäten. Wir bekommen Super Rares, Ultra Rares, Secret Rares. Das ist nichts Besonderes, das kennen wir schon, ist jetzt Standard für uns. Dann bekommen wir Quarter Century Secret Rares. Surprise, ich bin jetzt nicht schockiert, ich habe gerade damit gerechnet. Dann bekommen wir einmal die Platinum Secret Rares, die wir das letzte Mal in der Megatin 2015 gesehen haben. Und da muss ich einhaken, die Rarität finde ich ultra garbage. Ich werde euch immer hier so ein Bild einblenden, wie sowas aussieht von dem Feuerkönig. Die Rarität finde ich richtig, richtig beschissen. Aber das ist trotzdem eine Rarität, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Dann bekommen wir eine Prismatic Style Collector's Rare. Das ist die Collector's Rare aus dem OCG. Die sieht so ein bisschen anders aus, ein bisschen shiny. Das ist eine Mischung aus Prismatic Secret Rare und Collector's Rare. Ist schwierig zu beschreiben, wenn ich ein Bild finde, blende ich es hier vorne ein. Und dann bekommen wir die New Prismatic Style Ultimate Rare. Und das ist die Ulti, die Leute im OCG bekommen. Die ist ein bisschen farbenfroher als unsere Ulti, aber das ist eine gestanzte Karte. Jetzt natürlich die große Frage, was für Karten können wir in dem Set erwarten? Und hier, hier wird die Ente fett. Wir bekommen Ash Blossom in Joy Spring, Nibiru the Primal Being, Effect Veiler, Infinite Impermanence, Baron de Fleur, Boreal Savage Dragon, Egyptian Godslime, keine Ahnung, warum der drin ist, wahrscheinlich weil der mega teuer war, Port of Prosperity, Triple Tactics Talents und Forbidden Droplet. Wow. Wenn die Setliste nur annähernd so weitergeht, wie das jetzt hier schon ist, und das wirklich die beliebtesten Karten sind, werden wir auch Book of Moon wahrscheinlich kriegen. Wir werden die anderen Handtrips kriegen. Wir werden andere Staple-Karten kriegen. Das heißt, in diesem Produkt sind nur Staples drin. Also wenn ihr für dieses Jahr noch Geld übrig habt oder ihr für Weihnachten Geschenke braucht, cash da rein. Denn das lohnt sich garantiert. Denn die Raritäten, die Karten, jede Karte wird nutzbar sein. Klar, ihr könnt sagen, ich habe die ganzen Staples schon. Ich glaube trotzdem, dass sich das lohnen wird. Und alle haben damals gedacht, ah, Dual Devastator, coole Box. Und haben sich geärgert, dass sie nicht genug davon gekauft haben. Ich persönlich habe damals davon, ich glaube, 6 Boxen gekauft und mir im Nachhinein nochmal 2 Jahre später 2 Boxen geholt. Und ich bereue es immer noch, dass ich so wenig davon geholt habe. Denn das war ein krasses Set. Und das ist auf einem ähnlichen Level. Wenn nicht sogar besser. Mit den 7 verschiedenen Raritäten.
könnte das schon wirklich eine Gelddruckmaschine sein. Nicht nur für Konami, sondern auch für die Leute, die das halt kaufen. Irgendwie vergesse ich das immer wieder, aber Video liken, das hilft mir, das hilft euch. Macht's einfach. Cool, gutes Video, mach weiter so. Jetzt geht's einmal darum, wie ist das denn überhaupt aufgebaut, dieses Set? Also wir bekommen in jedem Set 5 Karten. 2 Super Rares, eine Secret Rare, die eine 1:4 Chance hat, abgegradet zu werden in eine Platinum Secret Rare oder Quarter Century Secret Rare. Bitte, 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 lasst mich keine Platinum Secret Rare ziehen. Ich hasse diese Rarität so unermesslich. Bitte nicht. Dann bekommen wir 2 Ultra Rares und eine 1:6 Chance, dass diese Ultra Rares die neuen Prismatic Style Karten sind. Also sowohl die Collectors Rare als auch die Ulti. Und das ist krass. Das ist wirklich ein richtig, richtig krasses Produkt. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr gern für Karten in diesem Set hättet. Und da würde ich gerne mal eine Frage an Konami stellen. Und zwar, warum sind das 79 Karten? Gibt es irgendeinen Grund für diese 79? Denn es hätten doch auch safe 80 sein können, oder? Also es, weil 79 ist so eine komische Zahl. Also wirklich, weil 79, warum nicht 75, warum nicht 80? Ich verstehe es nicht ganz, aber es wird garantiert irgendeinen Grund haben. Ich werde das Produkt auf jeden Fall hier auf dem Channel aufmachen. Ich mache ja auf dem Channel nicht mehr viele Openings. Das Ding werde ich auf dem Kanal aufmachen, wenn ich glaube, das ist ein cooles Produkt, wo man wirklich coole Sachen draus ziehen kann. Und dann würde ich sagen, das war's für heute Video. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr denkt, was drin ist, was ihr euch wünscht, was da drin ist, welche Rarität ihr davon am coolsten findet. Ich persönlich bin so der Ulti-Fan, also ich freue mich auf die OCG-Ultis. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.